Es ist doch, das Geheimnis ist doch ganz einfach. Wenn nur zufriedene Mitarbeiter können auch gute Gastgeber sein. Das ist das ganze Geheimnis. Und wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, dann strahlt das automatisch auf die Kunden über. Das heißt, diese Verbindung von Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterzufriedenheit ist eine Einheit, ne? Und gerade in unserem Bereich, wo es immer um Beziehungen zwischen den Menschen geht. Und deswegen hat der Träger, der Dienstgeber, die verdammte Verpflichtung, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass eben Menschen zufrieden sein können, dass sie gerne zur Arbeit kommen, dass sie aus ihrer Arbeit sich heraus motivieren. Deswegen behaupte ich ja genau wie der Strenger das damals, Sprenger gesagt hat. Das sehe ich ganz klar in unserer Arbeit, dass Führungskräfte im Grunde genommen gar nicht motivieren können. Sie können nur demotivieren. Nämlich, weil sie über Strukturen führen, weil sie über Machtausübung führen und nicht die Räume schaffen, dass Mitarbeiter sich eben entwickeln können, dass sie eigenverantwortlich, selbstbestimmt in ihrem Arbeitsfeld gestalten können und damit auch die Freude ja finden in ihrer Arbeit und sich selber motivieren. Und wenn eine Führungskraft das nicht schafft, diese Bedingungen nicht schafft, dann demotiviert sie automatisch. Das ist für mich abnorm, dass wir die Aussage, Kontrolle ist gut, beziehungsweise Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ist eine Lenin-Aussage, dass wir die immer noch auch in unseren Kulturen sozusagen anwenden. Dabei ist es viel wichtiger, dem Menschen etwas zuzutrauen, ihm zu vertrauen. Und das ist auch ein Erfolgsgeheimnis, was ich immer deutlicher erkenne. Und eben dieses positive Menschenbild. Man kann auch ganz klar sagen, wenn ich schon dem anderen gegenüber signalisiere, du bist okay und ich lasse dich so, wie du bist. Und das finde ich so schön in Köln. Ich bin ja ein Westfale und der Westfale gilt ja als der natürliche Feind des Rheinländers, ne? Weil er so klar ist und auch so verbindlich ist. Die Kölner sagen aber zu Recht, jeder Jeck ist anders. Und das finde ich großartig. Die lassen den Menschen so hier leben, wie er ist. Und diese Toleranz, die finde ich wunderbar. Und das ist auch wieder, was in die Führung reinspielen muss. Wenn ich den Menschen so lasse, wie er ist, und ich habe nicht das Recht, ihn zu ändern, und Menschen wollen sich auch nicht ändern, sie können sich ja ihr Verhalten ein wenig ändern, aber sich selber nicht ändern, dann ist es die Kunst der Führung, die Stärken des Mitarbeiters zu erkennen und ihn so einzusetzen, dass er mit seinen Stärken Erfolge hat und die Schwächen eben an Bedeutung verlieren. Schwächen haben wir alle. Ja? Aber was tun denn die meisten Führungskräfte? Die geben den Leuten Aufgaben, ohne vorher geprüft zu haben, können sie das überhaupt? Und dann wird rumgeritten auf diesen Schwächen, auf den Fehlern, auf den Defiziten. Und dann werden Menschen auch fertig gemacht. Aber ich finde immer, zuerst muss der Führende bei sich anfangen. Habe ich gut hingeschaut? Habe ich ihn, das ist ja ganz bei Führungsaufgaben der Fall, habe ich immer wieder Fehler gemacht. Und das korrigiere ich heute sehr, sehr schnell. Sie haben es völlig richtig formuliert. Deswegen mache ich mir auch große Sorgen, dass viele Verbände oder auch Unternehmen der freien Wohlfahrtspflege glauben, die Zukunft dadurch gestalten zu können, dass sie die sogenannten Manager der freien Wirtschaft einstellen, die dann nur auf die Zahlen schauen und durch rigides Kostenmanagement dann diese Unternehmen wieder gesund machen wollen. Das ist für mich genau der falsche Weg, weil wir wirklich auf die Menschen setzen müssen. Man hat den Fehler eigentlich vorher schon gemacht, dass man, natürlich gehört das zusammen. Die betriebswirtschaftlichen Instrumente müssen wir beherrschen. Das ist sicher in der freien Wohlfahrtspflege immer oft zu kurz gekommen. Mit dem guten Herzen allein kann ich das nicht tun. Aber das Geheimnis, danach fragen Sie, ist so trivial, dass ich es eigentlich kaum zu sagen wage. Pflege deine Kunden und deine Mitarbeiter und der Rest kommt von ganz alleine. Das ist das ganze Geheimnis. Also nicht kümmern um Qualitätsmanagement, um die Standards, um die ganzen Bausteine, um die Instrumente. Natürlich brauchen wir auch Zahlen. Wir müssen ja schauen, wo steht man am Monat, im Quartal, am Jahresende. Aber das ist es ja nicht, sondern dieses Rechnen und Zählen und Messen ist ein ganz kleiner Teil, der dazukommt. Aber wenn man das andere, seine Hausaufgaben vorher nicht gemacht hat, nämlich diese Atmosphäre zu schaffen, von der ich vorhin gesprochen habe, die Rahmenbedingungen zu schaffen, also in die Menschen zu investieren. Und das kostbarste Vermögen eines Unternehmens sind nun mal die Mitarbeitenden. Nicht die Gebäude, nicht die Bankkonten, sondern jeder einzelne Mensch. Und jetzt nochmal, wenn ich sage, dass ich jeden Einzelnen ernst nehme, in seiner Würde respektiere, ihm Chancen gebe, Erfolge haben zu können, auch die Erfolge seiner Arbeit, dass sie sichtbar werden. Und wenn man dann vergleicht nach draußen, was in der freien Wirtschaft los ist, es ist ja erschreckend, wenn nur noch 12% der deutschen Arbeitnehmer sich ihrem Unternehmen gegenüber sich verpflichtet fühlen. Oder 60% aller deutschen Arbeitnehmer morgens mit Bauchschmerzen zur Arbeit gehen. Das ist so eine Einzelkatastrophe.
Wie wollen wir in Deutschland denn dann weiterkommen? Und die Menschen erleben sich ja als Rädchen in einem großen Getriebe, die ständig ausgetauscht werden, wo ein Unternehmen von heute auf morgen wirklich geschlossen wird, woanders wieder aufgestellt wird, ja, wo die Menschen auch gar keine Beziehung mehr zu ihrem Unternehmen entwickeln können. Und da sehe ich die Chance, die wir einfach haben, aber es gilt für jedes Unternehmen, dass man den Menschen auch diese Sicherheit gibt, dass sie das Vertrauen entwickeln können zu ihrem Unternehmen, dass sie das zur eigenen Sache machen können, diese Arbeit, dass es nicht nur ein Job ist. Und das kam ja aus der Umfrage bei uns auch hervor, dass die Mitarbeiter, glaube ich, mit fast 90% sagen, wir machen nicht nur einen Job, sondern wir haben hier eine sehr sinnvolle Arbeit für uns und für die Gesellschaft. Das ist doch großartig, wenn man das erreichen kann. Und wenn das da ist, wenn die Menschen zufrieden sind, wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, das heißt natürlich nicht Selbstzufriedenheit, sondern es müssen schon Leistungen angesprochen werden und auch erwartet werden, auch gemessen werden, das ist ja völlig klar. Aber meine Erfahrung ist, je zufriedener die Menschen sind mit den Rahmenbedingungen, umso leistungsbereiter sind sie, ein größeres Engagement bringen sie rein und vor allem, sie sind auch wirtschaftlich. Also meine Erfahrung war, unser bester Küchenleiter hatte nicht nur die Kosten im Griff, sondern hatte auch die beste Qualität. Und da erinnere ich mich mal an einen Satz eines Schweizer Unternehmensberaters, war es, glaube ich, der gesagt hat, wenn man auf die Kosten losgeht, sinkt die Qualität. Wenn man aber auf die Qualität losgeht, sinken die Kosten. So ist es. Und ich kann das beweisen bei uns, je besser die Leute in ihrem Arbeitsfeld waren, umso mehr hatten sie auch, weil wir ja gerade qualitätsbewusst arbeiten müssen, weil es ja immer um Menschen geht. Es geht immer um Beziehungen zwischen zwei Menschen in der Pflege. Und je kompetenter ein Mensch ist, je mehr Freiräume er bekommt, auch in seinem Arbeitsfeld gestalten zu können, dann hatten wir nicht nur eine hohe Qualität, sondern dieser Mitarbeiter hat auch ganz kostenbewusst gearbeitet. Und deswegen haben wir heute auch so einen wirtschaftlichen Erfolg, weil wir haben überhaupt nicht die höchsten Pflegesätze im Vergleich zu anderen Unternehmen. Wir haben eine unglaublich hohe Mitarbeiterzufriedenheit. Wir können uns vor Fachkräften nicht retten. Wir schreiben seit Jahren keine Annoncen mehr, weil Mitarbeiter sich initiativ blind bei uns bewerben, wegen der Kultur, wegen der Führungskultur, wegen der Konzepte. Wir können uns vor Fachkräften nicht retten. Und wir haben alle Kosten im Griff, dass wir zurzeit auch mit allen Pflegesätzen die Häuser wirtschaftlich führen können. Ja, früher war es immer so, dass man erstmal lange Konzepte theoretisch erarbeitete, ne, mit einer Arbeitsgruppe und das dauerte dann manchmal 2 Jahre. Und wenn man das dann umsetzte, dann war das schon längst wieder überholt. Und ich sage heute den Leuten immer, machen. Ich suche mir immer eine Wohnhausleiterin, von der ich glaube, dass sie bei diesem Projekt, was wir vor Augen haben, wirklich Lust hat mitzumachen und auch begeisterungsfähig ist. Und dann kriegt sie alle Freiheiten, zu sagen, ein Jahr, probieren Sie es aus. Und dann setzen wir uns hin, diskutieren das Ganze, dann wird das auch im Management-Meeting, in der Führungsrunde miteinander diskutiert. Dann wird daraus vielleicht auch nochmal kurz ein schriftliches Feedback oder ein kleines Konzept gemacht. Und wenn wir dann der Meinung sind, alle miteinander, genau das ist jetzt der neue Weg in der CBT, dann gilt es für alle Häuser. Und das ist ein ganz einfacher Weg und auch nicht mehr lange wirklich Konzepte schreiben, sondern einfach anfangen und durch das Tun verändern, anpassen. Wie ist die Reaktion auf diese Experimente oder diese naja, Probeläufe oder wie man es auch nennen will? Ausgesprochen positiv, weil dann haben wir immer so Pilotprojekte in den Häusern, das werden so Wallfahrtsorte für die anderen, die dann das Rad nicht wieder neu erfinden müssen, wo kein Mitarbeiter mehr sagen kann, das geht bei uns nicht, sondern die werden dorthin geschickt, schauen sich das an, wie es funktioniert und werden dann verpflichtet auch, da gibt es natürlich eine Zeitspanne innerhalb von 1 bis 3 Jahren, das dann ähnlich umzusetzen und das gelingt. Und zum Beispiel, ich versuche hier im Unternehmen im Dezember keine Termine mehr zu machen. Einfach damit Ruhe reinkommt. Was soll man denn in der Adventszeit sich besinnen, wenn dann hier die Mitarbeiter anfangen, nur alle möglichen Statistiken rauszujagen? Die Leute zu quälen mit E-Mails und mit Terminen, die genauso gut im Januar oder Februar sein können. Das habe ich abgeschafft. Oder auch die Statistiken. Früher war es ja so, zum 31.12. mussten alle Statistiken gemacht werden. Warum eigentlich? Wir machen unsere Statistiken vom 1.10. bis 30.09. Ja? Warum nicht? Eben. Und das sind doch dieselben Daten. Warum zum 31.12.? Der Wirtschaftsprüfer, klar, habe ich auch schon überlegt, ob wir nicht den Jahresabschluss auch auf den 30.09. legen. Aber es wird schwierig, auch von den Gesetzen her, auch von den Gremien her, weil die alle gewohnt sind, die Jahresabschlüsse zum 31.12. zu sehen.
Aber da machen wir auch die Prüfungen, fangen wir erst im März mit an, in Ruhe, dass sie dann bis zum Sommer vorliegen und dann machen wir im August unsere Aufsichtsratssitzung. Ne? So geht es immer noch. Ja, natürlich. Zitieren mich. Ja, zum Beispiel, da werde ich auch oft nachgefragt, wir haben 85% Frauen im Unternehmen. Ja? Da bin ich auf eine ganz einfache Idee gekommen. Warum sollen Konferenzen um 9 Uhr anfangen? Frauen, die vorher das Kind versorgen müssen, in den Kindergarten bringen, wir fangen grundsätzlich um 10 Uhr mit Konferenzen an. Ganz bewusst, um den Führungskräften, den Frauen die Chance zu geben, ne? Flexible Arbeitszeit, zu Hause in Ruhe alles machen zu können und dann nach hierhin zu kommen. Und da sind die Frauen dankbar für. Das ist so eine Kleinigkeit. Ja? Nimmt so viel Stress Das nimmt so weg, viel ne? Druck weg. Ja. Kostet doch nichts. Im Gegenteil. Ist Das für alle fördert die angenehm. Motivation. Ne? Und wirklich simpel. Ja, Ja, ganz simpel. das ist wirklich einfach, Oder auch ja. hier in Köln, warum ich versuche auch montags keine Konferenzen zu machen, weil Köln montags und Köln herum alles dicht ist. Und wenn dann noch die Mitarbeiter sagen, wir machen, fangen um 9 Uhr an, ist doch Unsinn. Da bringe ich die Leute nur unnötig in Stress, in Zeitdruck, in schwierige, ja, in Schwulität, in schwierige Situationen, die dann auch so gehetzt hier ankommen. Ne? Montags am besten gar keine Konferenzen machen, sondern Freut das auch nicht. Freitags auch nicht. Ja, da kann man sich doch darauf einstellen. Und diese Gestaltungsmöglichkeiten, die haben wir doch alle. Das ist nur so ein bisschen Nachdenken und sich auf den anderen auch mal ein bisschen einlassen, um ihm da entgegenzukommen. Ich stelle am Jahresende immer die Frage, müssen wir das noch machen, müssen wir es noch so machen oder geht es auch anders? Die stelle ich jedes Jahr die Frage. Wir haben das jetzt mal Regelputz genannt. Ich nenne es Müllliste. Müllliste? Müllliste. Auch schön. Ein Müll. Und wenn man es nicht mehr braucht, weg damit, in den Müll. Ne? Wir belasten uns viel zu sehr mit all solchen Sachen. Die Sachzwänge werden immer vorgeschoben, weil ich nicht ändern will. Weil ich vielleicht nicht die Kraft habe, nicht die Lust habe, weil das ja immer Arbeit macht. Aber wenn ich weiß, dass das Leben, dass ich dieses Leben nur einmal habe, dass dieser Tag oder jetzt unsere Begegnung, diese Minute einmalig in unserem Leben ist, ich komme nie wieder. Wenn ich mir das klar gemacht habe und diesen Tag bewusst lebe, dann gestalte ich doch. Dann nehme ich doch die Möglichkeiten wahr, die mir dieser Tag und auch diese Aufgabe bietet. Und gerade in der freien Wohlfahrtspflege, in unserem Bereich in der Altenpflege, haben wir trotz der ganz schwierigen Rahmenbedingungen, auch wegen der knappen Ressourcen, bei den knappen Ressourcen, haben wir unglaubliche Gestaltungsräume. Und wir beweisen ja gerade als CBT, ich sage nochmal, wir haben dieselben Pflegesätze, wir haben dieselben Stellenschlüssel wie alle 8000 Träger in Deutschland. Warum schaffen wir es denn? Hochmotivierte Mitarbeiter zu haben. Wir können uns vor Nachfragen nicht retten. Unsere Häuser haben eine unglaubliche Anerkennung, im Umfeld. Wir haben überhaupt keine Auslastungsprobleme, weil wir auch natürlich auch hier wieder den Raum schaffen, die Qualität weiterzuentwickeln. Oder jetzt zum Beispiel für demenzkranke Menschen Hausgemeinschaften im Bestand zu schaffen. Das heißt, unsere Konzepte weiter anzupassen an die Bedürfnisse der Menschen. Und das sind doch alles Möglichkeiten, die man ausschöpfen kann. Und das macht doch einfach Freude. Es werden wahrscheinlich doch mehr die Exoten bleiben, aber die werden größer, die Exoten. Das ist schon mein Eindruck. Ich denke, dass wir mit, auch dieses Buch, denke ich, hat eine hervorragende Breitenwirkung, weil es eben zeigt, dass man durch andere Wege Erfolg haben kann. Und ich merke immer mehr, wenn ich Vorträge halte zu dem Thema Führung, dass vor allem so die jüngere Generation, so um die 30 bis 40, die auf der Suche sind, die sich da unglaublich von anstecken lassen. Und immer wieder habe ich Anrufe, E-Mails, jetzt auch nach dem Film im ZDF-Kanal, Die Aufbrecher, dass Leute mir geschrieben haben, sie hätten den Mut verloren, sie hätten damals schon so Ideen gehabt, aber wären an der Ignoranz der Umwelt gescheitert, ob sie mal vorbeikommen könnten. Leute auch aus anderen Zweigen, nicht aus der sozialen Arbeit, auch aus der freien Wirtschaft, die gesagt haben, Gott sei Dank gibt es noch Führer, Unternehmensführer, die die Menschlichkeit in den Vordergrund stellen. Wir haben wieder ein bisschen Hoffnung und Glauben gefunden. Oder eben auch junge Leute, die so in die Führungsaufgaben hineinkommen. Wir haben jetzt vor kurzem noch jemand hier, der war 2 Tage, der wollte gar nicht mehr gehen. Der ist Geschäftsführer geworden, auch eines Caritas-Verbundes und war auf der Suche, wie man das macht. Der ist so begeistert weggefahren. Natürlich hat er so viele Eindrücke mitgenommen, das hat ihn auch ein bisschen auch erschlagen, weil ich ihm sagen musste, das geht nicht von heute auf morgen. Das sind Prozesse. Einfach anfangen und dann diese Bausteine entwickeln, aber vor allem eben für das Klima sorgen und mit den Menschen das gemeinsam tun. Und ich denke, davon lassen sich immer mehr anstecken, weil die Menschen sehnen sich, glaube ich, auch danach. Sie sehen doch die Kälte auf der einen Seite des Marktes,
die Hoffnungslosigkeit, die hohe Arbeitslosigkeit nach wie vor, immer die Sorge um den Arbeitsplatz. Und dann sehen Sie auf der anderen Seite, und jeder Mensch sehnt sich eigentlich nach Wärme, sag ich mal, etwas emotional, nach Angenommensein, nach Menschlichkeit. Und deswegen ist das Schizophrene eigentlich, warum man das nicht im Unternehmen leben sollte. Weil wir sind Menschen und wir legen doch nicht mit dem Mantel oder mit der Jacke unsere Menschlichkeit ab und unser Ich ab und sind dann funktionierende Teile einer Maschinerie, sondern wir sind und bleiben Menschen mit unseren Gefühlen, mit unserer Gedankenwelt, mit unserer Motivationsstruktur. Und das muss eben eine Führungskraft entdecken, wie dieser Mensch ist, um ihn mit ihm gemeinsam dann ein Stück diese Unternehmenskultur zu leben. Musterbrecher. Führung neu leben. Ein Erlebnis ohne Erfolgsgarantie.